Hallo zusammen, es geht mal wieder um den Anhänger. Wir sind hier, Andy ist übrigens hier. Andy, sag hallo. Ja. Ne, wir machen heute Anhänger. Warum Anhänger? Weil Marc ein behinderter Idiot ist. Ich habe die Lager alle zusammengebaut. Ich bin mir nicht zu 100% sicher, ob ich Fehler gemacht habe beim Zusammenbau. Ich bin mir nicht 100% sicher, dass ich es falsch gemacht habe. Also, kurze Geschichte, für die, die es wissen wollen. Ich habe den Anhänger ja komplett neu aufgebaut. Alle Radlager neu gemacht, neue Simmerringe und so weiter und so weiter und so weiter. Ja, die Simmerringe sehen so aus. Ja, seht ihr? Maße kann ich euch auch gleich sagen. Ist aber eigentlich so ein Standardmaß, ich glaube 35, 62, 10. Ne, also 35, 62 außen. Und 10 die Stärke. So, dazu haben wir die Lager. Ja, die habe ich jetzt auch neu geholt. Warum habe ich sie neu geholt? Verrate ich euch. Der Simmerring, der so aussehen sollte, sieht jetzt so aus. Was fällt euch auf? Oh, andersrum. Ich würde sagen, da fehlt was. Ja, auf jeden Fall, der ist kaputt. Sehen alle so aus. Wir haben ein Rad, haben wir notdürftig gepflegt. Das, ja, ich weiß nicht, ob ich euch das zeigen kann hinterher, aber das ist mehr schlecht als recht. Ne? Wir haben es nur zusammengebaut, weil es halt wichtig war und ja, funktioniert. Werde ich aber jetzt nicht wieder fixen. Hab die Sachen bestellt. Ne? Ja, das ist halt auch nicht, das ist nicht großartig teuer. Ich meine, das hätte jetzt 30 Euro gekostet. Es sind aber 30 Euro, die immer unnötig sind. Ich zeige euch mal, wie das Lager aussieht. Hier ein bisschen weg, dass das fokussiert. Seht ihr hier diese ganzen Metalldinger drin? Dieses Lager ist Schrott. Sieht komplett überall so aus. So. Das dreht sich zwar noch, weil ich will nicht riskieren, dass das Ganze hier wieder, ja, quasi alles andere kaputt macht. Wir werden uns gleich die Trommel mal holen und gucken, ob wir die innere Schale ausschlagen müssen oder ob wir die drin lassen können, weil die sind halt alle neu und das hat ja auch noch funktioniert, das Lager vorher. Gucken, wenn da jetzt Riefen sind, also sichtbar irgendwas, was mir nicht gefällt, dann machen wir die neuen Schalen rein. Das ist jetzt auch nicht die Welt, die da rein zu machen, aber eigentlich unnötig. Aber trotzdem muss ich es machen. Ja, wie gesagt, die Geschichte ist, wäre ich alleine gefahren, hätte ich es nicht gesehen. Da geht nochmal ein Dank an Thomas raus. Der ist mitgekommen, hat den M mit mir abgeholt. Und ohne dass er den M mit mir abgeholt hätte, wäre ich alleine gefahren, hätte nicht gesehen, dass das Rad hinten locker gewesen wäre. Ja. Es war eins locker und die anderen sind auch alle locker. Also zu dem Zeitpunkt war das schon halb am Abfallen. Also das war schon heftig. Ich weiß nicht, wie man das Lager richtig einstellt. Also schon, nur mir wurde gesagt, dass es falsch gewesen ist. Ich habe das Lager fest so eingebaut, alles ordentlich gefettet, also nicht falsch, es war alles ordentlich gefettet. Lager eingebaut, Lager festgezogen, bis es ein bisschen fest ist und dann das Lager zurückdrehen bis zum nächsten Punkt, wo man den Splint reinbekommt. So, habe ich gemacht. Alle Lager drehten sich, war alles super. Keins hat geschliffen, gekratzt oder was auch immer, nichts. Trotzdem sind die Dinger verbrannt. Ich weiß nicht, ob alle jetzt kaputt sind. Wir haben nämlich nur zwei ausgebaut. Ich habe aber zur Sicherheit alle vier, ja, neu bestellt. Ne? Also hier sind vier Stück. Weil falls die kaputt sind, alle. Für mein Verständnis war das so, ich konnte es hinterher nicht richtig fetter festschrauben. Anscheinend ist dieser Punkt hier vom Lager hinten, da, auch der Anschlagspunkt für das Lager hier. Kurioserweise, ich weiß nicht, ob das so richtig ist, aber es scheint mir tatsächlich so richtig zu sein. Also, dass das Lager quasi hier hinten drauf sich abstützt. So. Und wenn das irgendwann weggebrannt ist, wie in meinem Fall, diese Nut da unten drin, dann ist das Radlager irgendwann zu weit auf der Narbe hinten. Und ja, geht dann kaputt. Ja. Und das ist halt passiert. Nein. Ich werde jetzt erstmal die ausbauen. Zumindest eins. Das ist schon lose, das würde ich jetzt gleich reinholen. Dazu habe ich dann noch ein paar andere Sachen gekauft.
Und zwar habe ich noch anderes Fett geholt. Ich habe Mehrzweckfett benutzt, das hat funktioniert. Aber ich weiß halt nicht, ob das Ganze so funktioniert, dass das halt auch, ja, wie soll ich sagen, die Temperatur aushält. Ich habe jetzt mit Christian und den anderen geguckt und wir haben hier blaues Fett bestellt. Ja, das ist so bläulich. Sollte für LKW-Radlager oder was auch immer sollte das sein. Und gucken wir mal rein hier. Das ist blau. Das ist blau. Ja, es leuchtet blau. Das leuchtet blau. Ja. Ja. Wie gesagt, eine Seite ist jetzt hier schon demontiert. Das Schöne ist mit dem Links kann man den halt so hoch machen, dass man das Einrad abnehmen kann. Das ist eigentlich ganz geil. Ich werde das jetzt auch eben hier machen. Und dann gucken wir mal. Den einen wieder runter, machen wir das fresh, gucken, ob das Ganze so passt. Und ich werde euch auf jeden Fall komplett dabei lassen. Ich versuche das so wenig wie möglich hier zu schneiden, das Video, damit ihr auch jeden Schritt seht. Und wenn ich irgendwas falsch mache, bitte schreibt es in die Kommentare. Wenn ich nur irgendeine Kleinigkeit falsch gemacht habe, bitte schreibt es in die Kommentare. Okay? Okay, das ist ein Deal. So, ich mache das jetzt eben ab. Dann gehen wir rein, fetten die neuen Lager, passen das Ganze an, machen das hier sauber. Und dann bauen wir das zusammen. Das vordere Lager habe ich nicht neu geholt, weil das Fett auch noch ganz in Ordnung aussah und hinten vorne ist gar nichts drin gekommen. Also das Fett war vorne komplett in Ordnung. Aber wir fetten halt alle neu. Aber ich lasse das jetzt, das Lager habe ich jetzt nicht neu bestellt, weil das war jetzt absolut unnötig. Da war keine Metallspäne, da war gar nichts. Also bis dahin ist nichts gekommen. Das ist zumindest schon mal gut. Dann haben wir eine gute Sache. Ich baue es jetzt auseinander und dann hoffen wir mal, dass wir das diesmal ordentlich hinkriegen. Das ist das vordere Lager, das habe ich gestern schon gereinigt. Das sieht nicht so aus, als wenn hier irgendwas reingekommen wäre. Sieht auch hier von vorne nicht so aus. Das Fett sieht auch noch voll gut aus hier. Also vorne sieht es richtig gut aus. Jetzt machen wir die alte Lagerschale raus. Kaputt, perfekt. Gucken wir uns das mal genau an. Das ist die alte. Ich hoffe, dass ihr das erkennen könnt. Ja, die ist noch super eigentlich. Hey, da ist gar nichts drin. Da ist nichts dran. Also ich glaube, wir haben noch echt Glück gehabt. Okay. Ihr seht, das geht mit der Hand rein. Das passt gerade so hier in die Kante. Drinnen. Das ist ja gar nicht so schwierig gewesen. Das ist einfacher als ich dachte mit dem Ding hier. Jetzt kann theoretisch das in die Lage rein. Zack. So. Ja, ja, ja. Ganz genau. So, und der Simmerring. Und jetzt, für mein Verständnis, wenn der Simmerring jetzt hier drin ist, dann müssen wir gleich eigentlich irgendwie wieder rauskriegen, ohne Probleme. So. Dann drückt das hier hinten gegen, das tut's auch. Also, ich weiß nicht, ob das so gewollt ist, dass das der Anschlagspunkt ist. Wie gesagt, könnt ihr mal in die Kommentare hauen. Ich habe keinen Plan. Ich werde das Ganze jetzt hier des Todes fetten. Und dann bauen wir den Simmerring ein. Und dann können wir den schon wieder drauf machen. Ich habe das Gefühl, dass es einfach nur wegen der Bremse am Anfang zu heiß geworden ist und dass gar kein Einbaufehler war. Ich will jetzt eine Bestätigung von dir, Andy, ja? Gefährliches Halbwissen. Wirklich. Hier ist Fett holen. Jetzt nehmen wir unser Fett hier. Ich habe jetzt nochmal ein wie Handschuhe drüber angezogen. Der ist kaputt gegangen, aber ist egal, dafür reicht's. So. Damit sollten wir nicht geizen, würde ich sagen. Wie war das nochmal? Das war hier dieses Einmassieren-mäßige, ne? Ja. So.
Mach das mal so ein bisschen hier drum. Und vor allen Dingen hier rein. So. Ich kann mir nicht wetten, dass die das damals schon verwendet haben. So ein Fett. Oh, ich sehe nach Arbeit aus, sagt er. Ziel ist das vermeiden. Ach so, ja. Also ihr schiebt das eigentlich nur hier hinten rein, die ganze Zeit. Das liegt ja in der Gesetz der Natur. Was denn? Hinten reinschieben? Ja. Ja, wo ist das hier hinten quasi? Immer hier hinten in die... Ja. Also immer da reindrücken die ganze Zeit. Mal drehen, passt das. Genau, das muss richtig schön vollgesaut sein. Ja, alles was überschüssig ist, drückt das sowieso raus, von daher. Und durch die Fliehkraft müsste das sogar nach außen rutschen automatisch, ne? Ja, tut so. Aber es ist halt wirklich wichtig, dass es ordentlich gefettet ist und nicht nur so drüber gemacht und dann eingebaut. Das verteilt sich schon. Nee. Das müsste richtig schön hier in das Lager reindrücken. Das ist ganz wichtig. Ich hatte das schon bei ein oder zwei Leute gesehen, dass das nicht gemacht wurde. Aber ich sag mal so, ich bin halt auch kein Profi. Das ist halt immer so eine Sache, ne? Hier ist die alte Lagerschale. Guck dir die mal an. Die ist nicht kaputt, oder? Die links oben? Ja. Sieht nicht so aus, ne? Also für euch, was heißt hier? Für die, ne? Hallo? Ja, du kennst ja ein bisschen aus damit. Kannst ja mal sagen, ist das kaputt oder ist das nicht kaputt? Nein. Ich habe die jetzt rausgemacht und durch eine neue ersetzt. Das meine ich. Ich habe die jetzt nur rausgeholt, um 100% zu sagen, ob das halt... Für ein geiles Fett hoch... Das ist so Hochtemperatur Radlager-LKW-Fett oder sowas. Also einfach hier vollsauen, die Scheiße, oder? Ach, ist das vom Hänger, oder? Das vom Hänger alles, ja. Hinten kommt das immer so. So, ja, genau. Doch so. Ist das richtig, dass das Radlager hier gegen läuft? Weil das drückt sich jetzt auch hier gegen den Zapfen, ne? Hier ist die Aufnahme. So. Und das ist ja das, was sich bewegt. Ja, der Simmering bewegt sich ja theoretisch auch. Ja. Aber der ja, aber wenn die sich mit so drehen, die schon mit, oder? Ja, genau, der dreht sich mit. Genau. Ja, das ist halt egal. Ja, aber ist das denn richtig, dass er sich das hier dagegen drückt? Und aber auch der Simmering dreht da nicht mit. Du musst mitdrehen, na klar. Wofür sind Simmeringer da? Kurbelwellen-Simmering zum Beispiel dreht sich Kurbelwelle doch auch. Der dreht doch hier drum. Ja, manche. Aber der drin sich dreht doch nicht mit. Der dreht doch hier mit, na klar. Das ganze Ding dreht sich. Das ist andersrum quasi gedacht. So. Die Tafel ist in dem Fall starr und, ne? Ja, ja. So. Aber ist halt egal, wie du es drehst, das ist halt trotzdem richtig. Aber guck mal, wie der hier aussieht, das ist der alte. Mhm. So, und du kannst mir nicht erzählen, dass der verbrennt einfach nur aus Just for Fun. Wo bist du denn da? Sagst du, das ist okay so? Weil genau so habe ich es auch vorher gemacht. Ja. Also sagst du, es war komplett korrekt zusammengebaut vorher. Also so, genau so war es vorher zusammengebaut. Ich habe so das dumme Gefühl, dass der heiß geworden ist durch die vielleicht zu fest eingestellte Bremse. Und dass es deswegen gewesen ist, dass er halt die Hitze halt aufgenommen hat, das Fett halt irgendwann nicht mehr tragen konnte, weil innen sah das schwarz aus, außen sah es so aus und so sieht es ja auch noch normal aus, ne? Wenn du sagst, es ist so richtig, dann ist das für mich okay, weil so habe ich es gemacht. Ja, du darfst den halt nicht, vielleicht hast du den vorher zu fest da drin. Weil du kannst ja, hast du nochmal einen Simmering? Du könntest ja quasi den zu fest zusammendrücken. So tief reinschlagen. Ja. Dann kommen die Enden auch nachher, würden die hier so dran kommen, weißt du? Ja, aber das ist ja nicht kaputt. Nee, hab ich gesehen. Nur das Innere ist kaputt. Es ist nur das Innere weggebrannt. Ja. Also du sagst, es ist aber so richtig. Okay, gut. Habt ihr gehört? Der, und der, ja, Marcel, der Marcel ist der Experte, ne? Und der weiß, wie das läuft. Ja, so, ich mach das jetzt mal hier sauber alles. Ich mach das Ding jetzt mal sauber hier, weil es ist überall Fett drüber, ne? Und ja, dann werden wir das Ding auch draufsetzen. Beziehungsweise das andere müssen wir auch noch fetten und reinlegen und dann halt draufbauen. Ich würde sagen, ich mach das jetzt hier in dem Deckel, weil das muss ich ja mit rausnehmen, ne? Die Werkbänke sind echt genial, ne? Eigentlich sind die echt gut, ey. Was?
Hier so, was für Werkbänke wir gebaut hatten damals. Ne? Wir haben, obwohl das billigste Zeug war, ist ja, bis auf die Platte oben haben wir ja nichts gekauft. Ist sowas von stabil. Ja. Ich weiß noch, wie Tim gemerkt hat, das hält niemals. Ja. Kannst du Zewa mitnehmen, bitte? Kurz nach draußen, weil jetzt habe ich die Finger voll. Warum nach draußen? Ja, zum Anhänger. Ach so, ich habe gedacht, was willst du denn jetzt vorne? Ja, nimm die größere Rolle am besten mit. Dann kriegst du das hier und die Kamera bitte. Ja, Marcel, nehmt euch jetzt mal mit. Hallo. Hallo, ich bin der Marcel. Ich bin der Marcel. Und wer seid ihr? Boah, ist das jetzt so voll, ihr so Spiegel in Spiegel. Da sind wir, wo müssen wir denn? Hier vorne. Boah, der alte Scheiß hier runter. Lass mal die Ziegen in Ruhe. Das ist so viel Verschwendung hier. So. Sag, ob das reicht? Das ist doch gut, oder? Ja. Das sieht gut aus, Marc. Ich kann noch ein bisschen mehr machen, falls du. Wir haben ja noch ein bisschen. Ich brauche das Hochleistungsfett eh für nichts anderes. So. Bitte kontrollier das hier. Zufrieden? Oh ja. Ja? Okay, gut. Es ist auch jetzt egal, dass das jetzt hier gleich quasi hinten entgegenkommt, das Fett, oder? Ja, klar. So. Ja. Na, komm da. Ja, stimmt, Hummer. Ah, da kommt er. Ah. Das sieht schon gut aus, oder? Den Rest kann man ja randrücken, oder? Lager drauf. Ihr seht, es ist immer noch das gute Lager, ne? Ja, das alte. So. Ah, das sieht gut aus. Das ist zentriert. So. Hier. Das äußere, also andersrum. So? So rum ist die. Dass der dagegen drückt, ne? Ja. Okay, alles klar. Also schmier ich den Scheiß mal auf die andere Seite. So. Also so rum, ne? Ja. Wie sagen? Ja, das macht auch Sinn. So. Hab ich nicht. Hab ich. So. Jetzt habe ich die. So, ich habe mir jetzt 2-3 Videos dazu angeguckt, wie das Ganze richtig quasi eingestellt wird. Für mein Verständnis ist das jetzt schon tatsächlich ziemlich gut sogar, aber es ist halt noch nicht ganz dran gedrückt nach hinten. So, jetzt ziehen wir das Ganze fest. Die Frage ist bis wohin? Also jetzt fängt es an halbwegs schwer zu werden. So. Ja. Willst du mal auch ausprobieren? Ja, geht aber. Es ist halt auch noch nicht ganz hinten, meiner Meinung nach. So. Ja, und das ist jetzt Finish, sagst du. Ja, mehr geht nicht. Ja, aber wird das nicht zurückgedreht oder sowas? Das ist schon komisch, dass du wupp und dann irgendwo vordrückst. Ja, das ist aber, du drückst ja hinten vor, das ist ja richtig. Ja, du müsstest ja jetzt noch hier mega zurückdrehen. Jetzt lässt sich jetzt ganz schnell drehen. Für den Spin da rein, weißt du? Genau, meine ich ja, entweder zurück oder vor. Ja, vor geht nicht mehr. Ja, das ist ja. Ist nicht mehr weiter vor. Das wäre auch viel zu viel, meiner Meinung nach. Ja. Jetzt musst du halt ja auf jeden Fall ein Stückchen zurück. Man sagt ja so eine Viertelumdrehung, aber das ist ja viel weniger als eine Viertelumdrehung. Wobei, kommt fast hin, ne? Na, noch ein Stückchen sogar, würde ich sagen. Also den zweiten, ne? So. Ja, aber dann ist es doch schon zu locker, oder? Nö, wieso sagen das? Oh, aber schwer zu drehen, Alter. Auch nicht viel besser. Ja, er muss jetzt ein bisschen bewegen natürlich. Er muss jetzt quasi sich hinten von hinten wegsetzen, ne? So. Komplett lose. Ja, jetzt ist es leicht. Jetzt ist es so, wie es soll, meiner Meinung nach. Lehn dich mal nicht drauf. Aber dann schlägt der ja. Ja, aber so finde ich, ist er zu fest. Und wenn er zu fest ist, wird er heiß. Ich guck nochmal, beziehungsweise ich ruf mal kurz den Jens an, weil der weiß das nämlich auch. Der hat schon, die haben es bei den Opel-Fahrzeugen, glaube ich, haben die das alle. Haben die so Radlager hinten.
Ich rufe dir mal eben kurz an und dann gucken wir mal nach. Aber normalerweise müsste das richtig sein. Ich rufe mal Jens an und frage dir mal, aber das sieht für mich richtig aus. Oh, ich habe jetzt Max angerufen und der hat gesagt, wir sollen es auf jeden Fall nochmal losmachen. Dann mal gucken, richtig einstellen mit dem Rad drauf und dann gucken wir mal. Gucken wir mal. Gucken wir mal, ne, würde ich sagen. So. Das hat auf jeden Fall kein Spiel. Das rollt für mich ganz normal. Guck du mal. Der ist schon schwergängig. Ist zu schwer, meinst du? Ich würde dir noch was lösen, ja. Ja, mach mal los, mach mal los. Du kannst ja einfach weiter losmachen, bis er wackelt und dann musst du wieder zurück. Ich würde sagen, ja, jetzt fängt er an zu wackeln, ne? Ich habe es einfach mal richtig schön zurückgedrückt. Ja, jetzt hier. Ja. So. Ich würde sagen, genau der Splint. Ja. Guck du mal. Bevor ich. Wie ich feste. Ja, ich glaube, ich habe ein bisschen. Ich habe einen weiter lose noch. Ne, der hat immer noch ein bisschen Spiel. Ja, dann mach mal einen weiter. Jack ist fest. Ja? Ja. Ja. Dann würde ich sagen, Splint rein, Fett drauf. Also vorne, ein bisschen Fett drauf, ne? Käppchen drauf. Käppchen drauf. Käppchen drauf. Käppchen. Ja. Käppchen drauf und dann da alle anderen machen. Ich kann mir nur erklären, dass es von der zu heißen Bremse kam. Weil auch beim Auto, wenn ich Bremse zuerst zusammenbaue, das braucht ein bisschen, vor allem die Handbremse, bis sie sich richtig setzt und sowas, dann wird die vielleicht mal kurzzeitig warm. Und hier kann es ja auch gewesen sein. Ich habe auch das Gefühl gehabt, dass ein oder zwei Bremsbeläge so ein bisschen geschliffen haben. Und jetzt zusätzlich vielleicht doch zu fest gewesen von Anfang an. Dass ich einfach wirklich doch zu fest gemacht habe, alles Revue passieren zu lassen. Das für Wort hat mir gefehlt, genau. Wir haben das ganz normal rein. Ich habe das Lager reingeschlagen mit den neuen Schalen. Wir haben das Lager gefettet, reingelegt. Du hast den Simmering reingemacht. Du hast den reingeschlagen, rundherum, immer langsam rumherum. Hm? Einfach nur für euch jetzt. Dazu haben wir das Ganze dann ordentlich gefettet. Wir haben das äußere Lager gefettet. Wir haben die Scheibe nach außen gelegt, dass diese Wölbung nach außen kommt. Wir haben das Lager einmal komplett festgezogen. Wir haben das wieder komplett losgeschraubt quasi, bis es gewackelt hat. Und dann eine Umdrehung, bis es nicht mehr gewackelt hat. Bis die nächste Möglichkeit ja, ist, der Splint rein. Nicht eine Umdrehung, sondern bis die nächste Möglichkeit, der Splint reinzumachen ist. Ja. Ja, genau. Also, werde ich das so wiederholen. Könnt ihr mal in die Kommentare schreiben, ob das so richtig ist. Ich würde das vielleicht später nochmal testen, wenn du nochmal eine Tour gefahren bist. Ja, also genau. Aber jetzt fürs Erste muss es dann ja halt so erstmal funktionieren. Ja, ja. Im schlimmsten Fall würde ich einfach sagen, ich nehme ein paar Splinte, einfach leg mir die ins Auto. Leg mir eine 27er Nuss ins Auto. Und im schlimmsten Fall während der Fahrt halt nachziehen. Gucken. Weil du kannst ja auch... Der Fahrt ist schwer, aber... Ja, ja. Zwischendurch mal anhalten und... Ja, du kannst ihn ja so aufbocken, dass du vorne ohne Plebrillen rankommst. Wenn du ihn vorne senkst, neigst, dann kommst du auch hinten ran. Du kannst, wie du den variierst, kannst du ein Rad kannst du reparieren. Das ist voll geil eigentlich. Das ist eigentlich ziemlich gut. Das heißt, ich wiederhole das jetzt bei allen anderen. Und ja, dann gucken wir. Ich danke dir auf jeden Fall, Marcel. Dass du drauf. Genau, ja, ich fette das jetzt noch und das mache ich am Ende dann. Mache ich das mal alle, ja wobei, das können wir jetzt noch fetten hier. Und dann, ja, ich werde mich gleich nochmal melden, wenn ich alle fertig habe. Und dann gucken wir mal. Hoffentlich hat es das gebracht jetzt. Und hoffentlich geht das Ding nicht wieder direkt nach einmal kaputt. So, nach 20.000 Stunden habe ich alles fertig. Ihr seht, überall blaues Fett, alle Kappen. Ja, jetzt muss ich nur noch ein bisschen Fett vorne drauf machen. Deswegen habe ich mir schnell Einweghandschuhe mitgenommen. Ja, und dann die Käppchen drauf. Ich habe die Käppchen gerade alle sauber gemacht. Ne? Das ist also eine richtige Party hier mit Fett. Fett ist grauenhaft, ich sag's euch. Ja, machen wir mal ein bisschen Fett dran. Mhm. Ihr seht hinterher aus wie Sau. Es ist überall Fett. Das ist nicht schön, das ist nicht schön. Ob das jetzt richtig oder falsch war, hoffe ich, könnt ihr mir sagen. Ansonsten sage ich Dankeschön fürs Zuschauen, Leute. Es hat mich gefreut und es geht auch auf jeden Fall weiter. Anhänger soweit erstmal. Subaru nächste Punkt, dass der komplett leer wird und dann halt zum Schrott gebracht werden kann, weil ich brauche den Platz. Dann machen wir mit dem Drifter weiter. Kabelbaum vom T3 haben wir noch am Start, das muss auch noch gemacht werden.
Ja, und es sieht gut aus, ne? Meine lackierten Teile kommen hoffentlich auch bald wieder, dass ich wieder 45 fahren kann. Und dann haben wir natürlich auch noch unseren M hier. Pretty damn good. Ja. Ja. Nicht vergessen zu kommentieren, ne? Und eure Gedankengang in die Kommentare zu hauen. Und nee, wie gesagt, auch gebt dem Video ein Like, wenn alles richtig gewesen ist. Wenn alles falsch gewesen ist, gebt ihm auch ein Like. Und wenn ihr denkt, es ist alles total behindert, dann gebt ihm Dislike. Mir egal. Und wir sehen uns dann im nächsten Video wieder. Haut rein. Tschüss. Achso, abonnieren nicht vergessen. Ist klar.